Obwohl, eigentlich wollte ich noch mal ganz kurz vorher zum Händler. Na, jetzt sind wir schon hier. Jetzt machen wir es auch. Da unten ist sie. Genau. Haben wir die Möglichkeit, nochmal die Talismane zu ändern? Ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann kann ich stattdessen vielleicht wieder den hier reinnehmen. Der passt, genau. So machen wir es. So machen wir es. Wäre schön, wenn wir noch einen fünften Talisman hätten für unsere Blutgeschichte, aber das geht nicht, leider. Das geht nicht. Fünf Talismane geht hier in dem Spiel nicht. So, wir nehmen den Trank, dann unsere Träne und dann geht's los. Und ich hoffe, dass wir es diesmal schaffen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist da. So, sie geht langsam. Ich glaube, da können wir sie ein bisschen ärgern. Das war doch schon mal ordentlich. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Träne so lange wie möglich durchhält. Ah, dieses Ausweichen immer. Das ist so nervig. Nein, wir sind gleich tot. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Okay. Okay, unsere Träne hält noch ganz gut durch. Oh, dieses Ausweichen immer. Das ist so nervig. Und ich glaube, sie heilt sich auch durch, wenn sie uns schlägt. Ne? Wenn sie uns schlägt und trifft, dann heilt sie sich. Das ist natürlich noch zusätzlich nervig. Müssen wir wirklich aufpassen, dass sie uns nicht trifft. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn sie die Träne trifft. Ob sie sich dann auch heilt. So, nochmal ein Trank. Heilt sie sich dann auch? Jetzt haben wir sie gleich. Ja, jetzt haben wir sie. Wie steht die Träne? Wie steht die Träne? So, hier müssen wir jetzt erstmal weg. Wie steht die Träne? Die steht noch bei der Hälfte, das ist gut. Ich nehme schon mal den nächsten Trank. Das ist gut, das schaut gut aus, Leute. Jetzt müssen wir nur treffen. Und sie darf uns nicht treffen. Ah, verdammt. Steht die Träne? Ja, sie steht noch ganz gut da. Ja, gut, 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 gut. Nochmal. Nochmal so gut, nochmal so gut. Ja, nochmal, nochmal, nochmal. Mist, 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 weg, 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 weg. Ach, dieses Ausweichen, ich hasse es. Ha, sehr gut, sehr gut. Nein! Nein, weg, 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 weg. Verdammt, 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 verdammt. Hier steht unsere Träne da. Sie ist noch da. Sie ist noch da. Die Träne ist noch da. Sie ist noch da, aber nicht mehr lang. Ah, sie ist weg. Verdammt. Nein, Schala Fäulung. Wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Ah, verdammt. Aber wir waren nicht schlecht. Wir waren nicht schlecht. Ich probiere es nochmal. Wir waren nämlich echt gut. So, ich weiß nicht, ob wir andere Talismane reinnehmen sollten oder ob das schon die besten sind, die wir kriegen können. Ich weiß es nicht. So, vielleicht gelingt uns jetzt dieser erste Kampf noch ein Ticken besser. Und wir können auch mal probieren mit einer anderen Träne. Einer anderen Asche. Das ist so fies, echt. Die ist so fies, die Frau. Die ist so fies. So. Nein! Egal, passt schon. Oh nein, diese Geschichte. Sehr gut.
Sehr gut. Die Träne, ja, steht ganz gut da. So, wir brauchen einen Trank. Ja, sie heilt sich auch, wenn sie Träne. Wenn sie die Träne trifft, heilt sie sich auch. Ja, sehr gut. Jetzt komm. Nein, heil dich nicht mehr, du Blöde. So, sehr gut. Und jetzt muss er weg. Ach, wir sind tot. Ah, verdammt. Wir standen echt gut da. Die Imitate-Träne war gut. Wir hätten es schaffen können, wenn wir jetzt schnell genug weggekommen wären. Hm, oder einen Trank getrunken hätten vorher noch schnell. Ach komm. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Dann machen wir nochmal eine Runde. Das ist echt ein schwieriger Bosskampf. Das ist echt ein schwieriger Bosskampf. So. Soll ich mal eine andere... Ich meine, ich kann mal eine andere... hier unten probieren. Wir könnten zum Beispiel, ich meine, die habe ich jetzt nicht gesteigert, blöderweise. Aber sie ist, glaube ich, ganz gut. Die hätten wir vorher steigern sollen, ne? Das können wir aber eigentlich noch schnell machen. Latena, die Alminau, weil sie ist ein Fernkampf. Und vielleicht ist das nicht schlecht. Sollen wir es mal probieren? Wir probieren es einfach mal, komm. Wir probieren es einfach mal, wir sind ja sofort wieder hier. Haben wir Runen? Ah, unsere Runen sind weg. Unsere Runen sind weg. Das ist natürlich blöd jetzt. Wir brauchen nämlich einen Haufen Runen, um das zu steigern. Ja, wir haben 0 Runen, ne? Ja, hm. Habe ich jetzt Lust, Runen zu sammeln? Machen wir kurz, komm. Machen wir schnell. Ich glaube, wir können ganz gut... Abwasserraum, wo können wir dann die Heiligbaumwurzeln? Da sind wir ja gerade. Können wir hier die Runen sammeln? Ich glaube schon, ja. Da ist eine ganz gute Stelle. Um Runen zu sammeln, da müssen wir da hinten wieder raus. Ja. Da lang nicht, genau. Hier hoch, genau, da hoch. Da können wir Runen sammeln. Probieren wir es mal. Ich weiß nicht, wie viele Runen wir brauchen, blöderweise. Raus hier. Kommen die raus oder kommen die nicht raus? Ich weiß es nicht. Schaut eher nicht so aus, wird die rauskommen. Doch, da kommt er. Da kommt er doch, der Vogel. Ah, da haben wir auch schon mal die ersten Runen. 6000. Ist doch schon mal ganz ordentlich. Dann die kriegen wir vielleicht beide. Ja, sehr schön. So, und dann wollte ich eigentlich nämlich hier gegen diese Ritter kämpfen. Das bringt ganz gut Runen. Wo sind die denn? Wo sind denn diese ganzen Ritter hin? Da sind sie doch schon. Das sind Soldaten. Aber Ritter gibt es ja auch. So, da haben wir nämlich schon 11.000 Runen. Sehr schön, da sind noch ein paar von diesen Wichten. Mal einen Trank nehmen. Und hier können wir sammeln. Ach stimmt, ich wollte ja auch noch zum Händler, ne? Ich wollte ja auch noch zum Händler und ein paar Sachen in die Truhe packen. Und sind dann da noch Gegner? Da ist noch ein Ritter, ne? Genau. Wie viel bringen die Ritter eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Aber noch einer. Ja, du heilst dich jetzt aber ganz sicher nicht. So, da war noch einer. So. Gut, 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 gut. Bolzen der Getreuen können wir auch mal brauchen. Wie viel? 34.000 Runen. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Wir nehmen mal den Ritter da hinten auch noch mal aufs Korn. Den Schlamm. Oh, das ist ein Bogenschütze.
Aber davon lassen wir uns natürlich nicht verunsichern. Wie bringen dann diese Ritter eigentlich? Die bringen immerhin 6000 Runen, ja, ist doch ordentlich. Das ist doch ordentlich. So, dann geht's jetzt zum Händler. Der müsste hier sein, ne? Da ist er. Dann schicke ich erstmal ein paar Sachen in die Truhe. Truhe, 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 Truhe. Und zwar diesen blöden Hallo-Kopf zum Beispiel. Hier. Braucht doch kein Mensch. Medaille des Blutritters, ja, kann man behalten. Seife. Wahnsinn, was nicht alles gibt. Was es nicht alles gibt. Das Malbaby ist auch interessant, richtig? Siegende Strahlenfilaments, betörender Ast. Sprengsteinklumpen. Tja. Gut, dann wollte ich noch neue Feuertöpfe herstellen, richtig? Rotmähnenfeuertopf oder Riesenfeuertopf. Er braucht aber FP. Schweren Feuerschaden. Das verursacht auch schweren Feuerschaden. Komisch. Wir nehmen mal wieder die hier. 9 Stück können wir nur herstellen. Warum nur 9? Fehlt uns irgendwas? Fehlt uns Töpfe? Das sind aber 0. Habe ich jetzt die falschen hergestellt? Oder wo ist das Problem? Sind das nicht die richtigen Feuertöpfe gewesen? Hier sind die nicht. Wo sind die denn? Ich dachte, die wären hier. Doch, da sind sie doch auch. Da. Rotmähnenfeuertopf. Das sind andere, ne? Das sind andere, deswegen sind die nicht mehr hier, weil das hier ist der normale Feuertopf. Okay, dann hau ich den raus und hau den Rotmähnenfeuertopf rein. Das ist ja nicht so schlimm. Das geht ja. Okay, Hallöchen. Wir wollen was verkaufen, nämlich Waffen. Den Dolch zum Beispiel, ja. Hier, das können wir alles verkaufen. Schwert der Getreuen, braucht kein Mensch. Das behalten wir natürlich. Gottes Willen, wenn wir das verkaufen würden, vor allem für 100 Runen. Das können wir auch verkaufen. Ja, können wir verkaufen. Und Seuchenkleber auch. Dann, was haben wir denn hier noch? Großbogen behalten wir mal. Obwohl, da brauchen wir keine 2. Bei dem Pfeil behalten wir auch mal alles. Wie schaut es da aus? Das behalten wir natürlich auch. Dieses Messingschild können wir verkaufen. Das ist das nicht gesteigerte. Ja. Gut. Das behalten wir auch alles. Obwohl, die beiden können wir wahrscheinlich tatsächlich verkaufen, ja. Die können wir verkaufen, die werden wir ständig neu kriegen. Das können wir auch verkaufen. Reinfäulerüstung, sehr cool. Man bekommt leider nicht viel dafür. Für das Zeug. Heiligbaum, Ritterbahnschutz, Reinfäulerbahnschutz. Können wir auch alles verkaufen. Okay. Gut, und den Rest schicke ich mal in die Truhe rein. Einfach um ein bisschen Ordnung zu schaffen. So, Truhe sortieren. Die Waffen, die können wir eigentlich behalten. Obwohl, das können wir nicht benutzen. Ne? Da kann man es auch in die Truhe schicken, wenn wir es nicht benutzen können. So, schicke ich mal weg. Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht. Die behalten wir mal alle. Das können wir leider auch nicht benutzen. Das ist ein bisschen schade. So, zack, zack, zack. Gut. Das behalten wir natürlich alles. Sehr schön. Wie viele Runen haben wir denn jetzt? Wir haben 42.000 Runen. Ich hoffe, damit können wir jetzt was anfangen. Und können unsere Albinaurik-Asche nach oben steigern. Ich weiß nicht, ob es reicht, aber wir probieren es einfach mal. So, wo ist sie denn? Die ist hier, ne? Latena, Latena, wo bist du? Da bist du. 5.000 kostet das nämlich schon für die nächste Stufe. 6.000. Dann 5.000. Dann nochmal 8.000. Jetzt sind wir Stufe 7. Genau, für Stufe 8 brauchen wir nochmal 10.000. Ja, das reicht nicht. Für Stufe 9 brauchen wir nämlich jetzt schon nochmal 10.000. Ah ja, wo kriegen wir denn jetzt auf die schnelle Runen her? Um es auch ein bisschen spannend zu machen. Wo kriegen wir denn spannend Runen her? Und zwar eine Menge. Ich glaube, das ist in diesem Feld, wo wir gerade waren, ne?
Wir könnten auch nochmal hier dieses Eisfeld gehen. Da waren jetzt aber keine Gegner, die man so auf die Schnelle besiegen kann. Und auch keine besonders spannenden Gegner. Da waren diese Spinnen. Ist jetzt nicht so schön. Na gut, also Möglichkeit wäre natürlich jetzt hier ganz schnell mal diesen Vogel da einzusetzen. Ach, machen wir das mal kurz. Dann seht ihr das auch mal live, wie ich das immer mache. Wir setzen mal kurz diesen Vogel ein. Spannend ist es nicht, aber das geht, glaube ich, am schnellsten. Und ja, das haben wir gleich. Passt auf. Das ist ein paar Sekunden, dann haben wir die schon, die Runen. Also einmal hier schießen. Dann läuft er da runter. Eigentlich kennt ihr es schon, ne? Ich habe es euch schon gezeigt. Wir müssen es nur zwei, dreimal machen. Dann haben wir genug Runen, weil wir sofort 13.000 oder in dem Fall 12.000 bekommen oder 11.000, weil wir den entsprechenden Talisman nicht drin haben, der unsere Runen erhöht, weil das lohnt sich jetzt auch nicht für die paar Male da. Brauchen ja nicht viele. Ich hole uns mal 40.000. Also noch einmal. Das war schon wieder. Na, vielleicht mache ich es noch einmal. Nur zur Sicherheit, dass wir nicht nochmal her müssen. Ihr seht ja, es dauert ja nur ein paar Sekunden. So, nochmal. Sehr gut. Wunderbar. Dann bringen uns die Runen. Ich kann währenddessen vielleicht schon mal wieder hier unsere Armbrust reinmachen. Genau. Und dann reisen wir in die Tafelrundfeste mit unseren Runen und versuchen, Latena nach oben zu katapultieren. Ich hoffe, dass wir sie vollständig upgraden können. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wo ist sie? Da. 10.000, genau. Und eine große Geistertalilie für den 10., genau. So, dann haben wir sie auf voller Pulle. Da müssen wir sie noch hier reinnehmen. Ich nehme sie mal statt dem hier rein. Da ist sie auch schon. Genau eins drunter. Wunderbar. Hat natürlich sehr viel höhere FP-Kosten. Aber das können wir ab. Gut, ich bin gespannt, ob Melina jetzt damit leichter wird oder schwieriger wird. Ich dachte mir halt, dass Latena weniger oft getroffen wird, weil sie eine Fernkämpferin ist. Und dadurch Melina nicht so oft heilen kann. Ja. Aber ob das stimmt, ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. So, erstmal den hier. Und dann die hier. Wir gucken. So, also einmal die Asche. Na, sie schießt schon, das ist doch schon mal gut. Wir treffen sie nicht, weil sie hier im Zickzack läuft. Jetzt haben wir sie getroffen. War nicht so gut. So, ich hole mal unsere Runen und wir müssen einen Trank nehmen. Sie heilt sich jetzt wahrscheinlich wieder hoch, ne? Was? Die ist schon weg? Krass. Die ist schon weg. Okay, dann können wir eigentlich aufgeben. Ja, ich gebe mal auf. Komm, hopp, ist tot. Vielleicht nah am Ausgang. Wäre ganz gut, weil dann kriegen wir die Runen schnell wieder. Vielleicht sogar so nah am Ausgang, dass es außerhalb des Ausgangs spawnt. Hallo. My lady. Ja, machen wir uns doch mal fertig. Also soweit zum Thema, die anderen Aschen zu probieren. Das ist definitiv eine viel, viel, viel schlechtere gewesen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, ja, dass es eine Fernkämpferin ist und deswegen ist im Nahkampf nicht so gut. Ganz einfach eigentlich. So, dann können wir das alles wieder rückgängig machen. Haben wir jetzt eine große Geistertalilie verschleudert, aber es ist egal. Der Vogel könnte hier eigentlich auch ganz gut sein, weil der ja fliegt, ne? Sollen wir den mal probieren? Ich meine, probieren können wir es doch mal. Komm, wir probieren den Vogel. Wir probieren mal den Vogel aus.
Aber alles, was sie halt nicht von uns ablenkt, ist schlecht. Und sie hat sich schon wieder geheilt, ne? Sie hat sich halt jetzt schon wieder geheilt. Der Vogel ist auch schon zur Hälfte unten, obwohl er fliegt. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Und sie heilt sich halt ständig. Bringt denn eigentlich ein normaler Schlag? Wäre auch mal interessant zu wissen. Das ist vielleicht sogar schlauer. Ja, unser normaler Schlag unterbricht sie nämlich auch. Habt ihr gesehen? Okay. Gut. Ich lasse mich jetzt mal töten, weil der Vogel nicht so gut ist. Also er ist jetzt auch nicht so schlecht, aber er ist nicht so gut wie unsere Rune. Also unsere Geistertalasche. Nee, ach Gott. Unsere Imitatorträne, so rum ist es richtig. Meine Herren. Heieiei. So. Und dann nehmen wir die jetzt auch wieder. Und versuchen jetzt noch ein letztes Mal Milenia zu besiegen. Also nicht ein letztes Mal für das komplette Let's Play, aber das letzte Mal für diese Aufnahme. Und wenn wir es nicht schaffen, dann gehen wir erstmal andere Wege. Läufst du? Nein, sie rennt. Doch, jetzt läuft sie wieder. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. So, unsere Runde. Mist. Sehr gut. Einmal den Backstep bitte. In der Ecke. Wir haben sie in der Ecke, Leute. Wir haben sie in der Ecke. Nein, jetzt macht sie diesen Kack da. Weg, 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 weg. Sie kriegt uns von hinten, sie kriegt uns von hinten, sie kriegt uns von hinten. Und dann hat sie sich natürlich auch wieder geheilt dadurch, durch diese Aktion. Ja, 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 noch einmal. Ha, komm schnell. Ha, sehr gut. So, dann sind wir in der zweiten Phase, müssen jetzt hier weg, schnell. So, jetzt ist es schon weg. Dann nehme ich gleich den Trank. Unsere Asche ist super gut drauf, das ist richtig gut. Diesmal könnte es klappen, Leute. Ja, sehr gut. Komm. Mach, 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 mach. Wir nehmen den Trank. Sie müsste jetzt, glaube ich, gleich wieder diesen... Ja, genau, sie macht das jetzt nochmal. Da halten wir uns fern. Jetzt gehen wir hin. Mist. Ha, sehr gut. Ja, komm. Töte sie. Nein, 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 wir sind gleich tot. Wir sind, ah, verdammt, wir sind tot. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Boah, das war so knapp. Jetzt hätten wir sie fast geschafft. Schau mal, die Imitator-Trainer ist noch bei der Hälfte. Ich mach's jetzt nochmal. Ich mach's jetzt nochmal. Diesmal schaffen wir es. Das war richtig gut. Ich hätte nur nicht so nah dabei sein bleiben dürfen. Ich hätte weggehen müssen. War zu euphorisch, dass wir es schaffen. Ah, komm. Das ein Witz sein. Wo ist hier denn jetzt da? Was wir da in der Ecke hatten, das war gut. Leider schon ein bisschen zu viel für meinen Geschmack ab.